Tja, und da steckt natürlich ganz viel drin in diesem Exklusiv-Interview von Paul Ronsheimer. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt nochmal ganz genau analysieren, und zwar mit Bild-Live-Chef Klaus Strunz bei uns im Studio. Ja. Klaus, was ist dein Eindruck von diesem Interview? War Scholz schon kanzlertauglich? Hat er sich schon kanzlertauglich gegeben? Also ganz ehrlich, guter Typ. Ich habe dem jetzt mehrere Minuten zugehört und habe mir gedacht, ja, dem kann man vertrauen. Ich habe ihn ja schon länger im Blick, weil als er Hamburger Bürgermeister war, war ich in Hamburg als Journalist tätig und hatte schon die Nahaufnahme. Und er ist jetzt sozusagen der Hamburger Bürgermeister im Großformat. Aber er ist sich treu geblieben. Er lässt sich nämlich in keine Hektik reinreden. Heute so, morgen so. Und deshalb ist es erstaunlich, dass er an einer Stelle, nämlich dem Versprechen, es werde keine Impfpflicht geben, sich selber doch einmal untreu werden musste. Und das merkte man richtig, wie unangenehm ihm das ist. Wollen wir uns gleich mal angucken. Wir haben den Clip vorbereitet. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch einrichtungsbezogen eine Impfpflicht durchsetzen für die dortigen Beschäftigten. Der Deutsche Bundestag ist da auf dem Weg. Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen, ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Also das erstmals hinter den Kulissen heute besprochen von Olaf Scholz, hat dieses Thema angestoßen dort in dieser Ministerpräsidentenkonferenz mit alter und neuer Regierung und danach hier bei Paul Ronsheimer im Interview. Also der künftige Kanzler plädiert für eine allgemeine Impfpflicht und will die durchsetzen, indem er im Bundestag frei abstimmen lässt. Warum? Ja, also erstmal, er ist damit einer der vielen Impfumfaller. Er hat vor noch wenigen Wochen sozusagen im Wahlkampf genau das Gegenteil behauptet. Er hat auch im Parlament das Gegenteil behauptet und er hat jetzt umgedacht. Jetzt ist die Frage, ist es zulässig umzudenken, wenn die Lage sich ändert? Und da muss man als erwachsener Mensch ja sagen, natürlich ist es zulässig umzudenken. In der sehr kurzen Zeit ist es allerdings schon bemerkenswert und durchaus sozusagen kritisierenswert, denn es haben sich ja die Parameter nicht so verändert. Ich will aber auch dazu sagen, dass der zweite Teil, den er erwähnt hat, der macht ihn eben nicht nur zum Impfumfaller, sondern auch zu einem großen Demokraten. Denn er hat offensichtlich erkannt, dass es nur ein Gremium geben kann, das in der größten Krise der Jetztzeit die Zukunftsentscheidung treffen kann, und zwar das Parlament. Also wir alle. Ja, diejenigen, die wir erst kürzlich dahin geschickt haben, unsere Abgeordneten, für die wir uns entschieden haben, denen wir unsere Stimme anvertraut haben, denen wir den Auftrag mitgegeben haben, in unserem Sinn zu entscheiden, denen legt er die Entscheidung, diese wichtige Entscheidung der Impfpflicht in die Hände. Und das finde ich, nachdem die Parlamente in den letzten Monaten und man kann fast sagen Jahren ja aus dem Spiel genommen waren, nicht nur eine große Geste, sondern eines Demokraten sehr, sehr würdig. Jawohl, dagegen kann man nichts haben, Klaus. Und doch sagt er, das wird zur Gewissensfrage gemacht. Das heißt, er öffnet diese Abstimmung und das schwingt natürlich im Köpfchen immer mit. Naja, weil er halt in den eigenen Ampelreihen die FDP dagegen hat im Moment. Das heißt, wenn er das nicht machen würde, möglicherweise gar keine Mehrheit für seine Impfpflicht bekommen würde. Aber das stützt meine These. Das macht ihn einfach zu einem wirklichen großen Demokraten. Er sagt, das sind die Abgeordneten, die die Menschen in Deutschland in dieses Parlament gewählt haben. Und mich interessiert jetzt nicht das Parteibuch, nicht die Fraktionszugehörigkeit, nicht das Pöstchen, was ich kriege für meine Stimme. Das alles interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie entscheiden diese Abgeordneten nach ihrem Gewissen? Und die Frage, ich bitte euch, ist groß genug. Und die Verwirrung bei einem selbst und in der Firma, wenn man diskutiert, und im Sportverein, wenn man diskutiert, ist groß genug. Und er hat jetzt den Weg gewählt, der dahin weist, wie ein Parlament eigentlich gedacht ist. Ich stimme nicht wegen meines nächsten Jobs, sondern ich stimme, weil ich es so empfinde. Übrigens auch raffiniert, wenn ein Abgeordneter nur nach seinem Gewissen entscheidet, dann muss er auch nicht so entscheiden, wie die wollen, die ihn dahin gewählt haben. Kein Fakt. Ja, also das ist wirklich jetzt das Parlament der Selbstständigen, möge es auch das Parlament der Selbstbewussten sein, die tatsächlich zu einer Gewissensentscheidung fähig sind in dieser wichtigen Frage. Denn das ist eine. Ob man sich einen Impfstoff sozusagen in seinen Körper spritzen lässt, ist eine große Entscheidung, die man von niemandem kleinreden lassen darf, die sehr ernst zu nehmen ist. Und beide Meinungen sind zulässig. Ich bin dafür und ich bin dagegen. Und jetzt entscheidet der Souverän das Parlament. Das finde ich großartig. Gibt es denn im Parlament überhaupt eine Mehrheit dafür?
Also das ist schwer zu sagen. Wenn die Abgeordneten diese Chance wirklich ergreifen, wird es kreuz und quer durcheinander gehen. Ne? Also dann werden wahrscheinlich Unionsabgeordnete, deren Chefs der Meinung sind, es muss jetzt eine Impfpflicht geben, plötzlich dagegen sein. Es werden vielleicht auch FDP-Abgeordnete, die eher dagegen, deren Partei eher dagegen ist und ihr Parteichef eher dagegen ist, dann dafür sein. Ich finde, es ist ein Moment der Urdemokratie. Ich freue mich auf diese Abstimmung und ich bin Olaf Scholz dankbar, dass er auf diesen Weg gekommen ist. Und ich bin eigentlich erschrocken, dass man das so toll findet, weil es irgendwie aus der Mode kommt. Selbstverständlich sein sollte. Es muss selbstverständlich sein. Endlich zieht die Selbstverständlichkeit in die Entscheidungsfindung der deutschen Politik ein. Die Bürger kriegen die Stimme. Eine Megadiskussion auf jeden Fall, die jetzt laufen wird bis zu dieser Abstimmung im Bundestag, die ja sowieso längst läuft über die Impfpflicht in Deutschland. Soll sie kommen oder soll sie nicht kommen? Und da hat der Kanzler, der künftige, eben heute hier bei Bild Live bei Paul Ronsheimer einen Haken dran gemacht. Ich habe mich festgelegt, sagt Olaf Scholz. Ich will die allgemeine Impfpflicht. Und er hat sich bei noch was festgelegt. Und das wird heftige Diskussionen auslösen. Oh ja. Die nächste Megadiskussion, Klaus, und die betrifft den Impfstatus. Ja. Wann läuft der Impfstatus eigentlich aus? Gibt es da ein Datum, dass der Staat künftig festlegt? Hören wir mal rein, was Olaf Scholz da eben gesagt hat, hier bei Bild Live. Aber wir wissen auf alle Fälle, dass der vollständige Impfschutz mit zwei Impfungen, anders als gehofft, im Frühjahr zum Beispiel, nicht die Wirkung hat, dass er für so lange Zeit reicht. Und deshalb ist es jetzt ja so wichtig, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich anstellen, was sie machen, und sich ärgern darüber, dass es nicht gut genug klappt. Das ist schon eine krasse Ansage. Also wenn man jetzt sagt, gut, nach 6 Monaten ist das Ganze abgelaufen, bei mir wäre das quasi nächste Woche der Fall. Glückwunsch. Ja. Also schließt. Aber boostern lassen kann ich mir auch nicht so wirklich. Also wir müssen ja jetzt erstmal die richtigen Vokabeln dafür finden. Es geht nicht darum, dass Olaf Scholz heute sich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat. Es geht darum, dass es sich um eine Impfpflicht handelt. Also das bedeutet, einmal geimpft reicht nicht, zweimal geimpft reicht nicht, dreimal geimpft reicht nicht, sondern wir alle sind aufgefordert, künftig ein Impfabo abzuschließen, so wie man andere Abos abschließt, alle halbe Jahre. Aber wie lange soll das dann gehen? Das hat er offen gelassen, weil wir darüber noch nicht genug wissen. Aber das ist schon jetzt eine Zeitenwende. Ne? Also eine Bevölkerung darauf einzustimmen, dass künftig alle halbe Jahre gepiekst wird, das bedeutet, man geht öfter zum Impfen, als dass man seine Steuererklärung abgibt. Das ist ein völlig neuer... Zum Glück ist es einfach. Eine völlig neue, aber manche würden sagen, noch gefährlicher. Für manche ist es vielleicht noch gefährlicher, als die Steuererklärung abzugeben. Und man kann nicht übrigens schummeln. Das ist auch schwierig. Obwohl doch, man kann die Impfung. Also es gibt so viele Parallelen. Aber jetzt nochmal zurück zum Ernst. Das ist eine Zeitenwende in Deutschland, dass der künftige Regierungschef, der künftige Kanzler eine Impfabologik ankündigt. Und das ist im Grunde ja das bisher schwerste Geschütz gegen dieses verfluchte Virus. Das war ein Tabu bisher. Wir haben so oft schon berichtet über genau diesen Punkt. Wann läuft meine Impfung eigentlich ab? Und es gab bisher von der Regierung überhaupt diese Diskussion gar nicht. Das heißt, schon spannend, dass Olaf Scholz jetzt derjenige ist, der dieses Tabu auch bricht. Aber ich finde, es gehört auch dazu, dass er dann jetzt in den nächsten Tagen den zweiten Teil hinzufügt, was das bedeutet. Dass es wirklich bedeutet, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch immer gegen Corona geimpft ist. Und das bedeutet, dass jeder Mensch immer nur mindestens 6 Monate Abstand zu seiner letzten Impfung hatte. Ich kann mich nicht erinnern, und ich lebe ja jetzt schon eine ganze Weile in dem Land, dass es sowas Ähnliches schon mal gab. Ich glaube, er setzt darauf, dass wenn dann die Pandemie besiegt ist, man möglicherweise auch wieder sagen kann, gut, dann reicht einmal im Jahr, Achtung, wie bei Grippe. Na, entscheidend ist ja jetzt, wann er das durchboxt mit den 6 Monaten. Ja, das bedeutet, was mit denen dann passiert. Das bedeutet, im Moment bei 2G sind halt alle raus. Und bei welche denen Strafen kommen, Impfung, wenn man nicht mitmacht. Ja, exakt. Dazu hat er sich nämlich geäußert. Das wollen wir uns auch nochmal anhören. Wie läuft das dann ab, wenn es eine Impfpflicht für alle gäbe, die dann durch den Bundestag käme? Bedeutet das, all diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die müssen Strafe zahlen? Solche Regelungen werden damit verbunden sein, dass man das auch umsetzt. So geht es in Deutschland ja immer zu. Wie viel muss ich zahlen, wenn Regeln, ich als Ungeimpfter dann unterwegs bin? Man hat Regeln zu beachten. Das ist alles noch gar nicht konkret festgelegt und kann im Verfahren gemacht werden. Wir sollten jetzt auch ernsthaft bleiben. Es geht um das Prinzip. Das ist ja sehr ernsthaft, ja, ob deshalb, Menschen eine Strafe zahlen müssen. Es geht um das Prinzip. Das ist ein krasses Prinzip, um das es da geht. Das heißt ja faktisch, dass die Ungeimpften dann im Zweifel nicht mehr einkaufen gehen dürfen. Und dann müssen sie auch noch Strafe zahlen, und zwar saftig. Ja, also eigentlich können sie sich zu Hause einschließen. Ja, sehr viel mehr Möglichkeiten wird es nicht mehr geben. Und ich finde halt diesen Trick so
oder die Verbindung so verrückt? Weil es ist ja quasi für Ungeimpfte ein Dauerlockdown. Ne? Also, aber es heißt dann anders. Das ist auch so schön in der Politik. Ja? Also, habt ihr einen Dauerlockdown für Ungeimpfte eingeführt? Nö, Quatsch. Nö, lass mich gucken. Nö. Gibt nur eine Strafe. Aber wir haben eingeführt, nach 6 Monaten läuft die Impfung ab. Es gilt man als ungeimpft. Und wenn man ungeimpft ist, darf man leider nicht mehr ins Theater, nicht mehr essen gehen, nicht mehr einkaufen gehen, nicht mehr Bus fahren, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ups, das ist ja de facto ein Lockdown. Also ich appelliere daran, sich dann ehrlich zu machen. Dann muss man sagen, wir haben jetzt einen neuen Kniff gefunden, wie man einen Lockdown einführen kann für Ungeimpfte, ohne ihn Lockdown für Ungeimpfte nennen zu müssen. Nämlich 6 Monate Gültigkeit bei gleichzeitiger sozusagen 2G oder 2G-Plus-Regelung. Wenn man der Meinung ist, das muss man machen, finde ich das bedenkenswert. Aber man muss es ehrlich sagen, denn es ist schon eine große Freiheitsbeschränkung. Und mir fehlt immer noch der Glaube, auch angesichts dieser horriblen Zahlen, die wir jeden Tag hören, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Geschehen in der Pandemie und dieser Freiheitsbeschränkung gegeben ist. Man fragt sich auch, wenn man sich die ganzen Impfschlangen im Land jetzt anguckt und sagt, gut, alle 6 Monate soll ich mich impfen lassen, das mit den Boostern klappt ja noch nicht mal gut. Wie soll das überhaupt logistisch funktionieren? Wo soll der ganze Impfstoff herkommen? Wie wollen wir das alles verimpfen? Wer soll es machen? Naja, also sagen wir mal, das habe ich mir auch schon überlegt, wie macht man das eigentlich, wenn man dann da immer ewig warten muss und so? Also wahrscheinlich muss dann der Arbeitsminister jetzt 2 Tage impffrei geben zusätzlich, damit man sich 2-mal im Jahr, nämlich alle 6 Monate, impfen lassen kann. Das wäre doch mal eine Forderung. Und einen Tag frei dafür bekommt, denn manchen Leuten geht es nach dem Impfen wir auch wirklich schlecht. Mir ging es überhaupt nicht gut danach. Also insofern, wir sprechen hier schon über einen Paradigmenwechsel, eine Zeitenwende. Und es könnte hilfreich sein, zwischendurch die Impfzentren nicht wieder abzubauen. Man lässt sie halt einfach stehen. Das könnte eine Idee sein. Und vielleicht gibt es bei BioNTech ja das 6-Monats-Abo tatsächlich, dass die Kisten halt alle 6 Monate einfach aufgefüllt werden und wieder neu eintreffen. Übrigens finde ich auch eine interessante Frage, ob die Unternehmen, die diesen Impfstoff erfunden haben, jetzt grenzenlos immer reicher und reicher werden können? Oder ob nicht irgendwann auch eine soziale, eine gesellschaftliche Verpflichtung für die Unternehmen aufkommt, dass die Impfstoffe immer billiger werden oder dass die Renditen darauf sozusagen eingefroren werden oder sowas. Die Frage muss ja auch mal kommen. Das ist ja jetzt das Dauerabo für Rekordverkäufe. Wobei BioNTech Steuern gezahlt hat ohne Ende. Das gehört auch zu, auch zu der Geschichte. Und meins ist auch reich. Absolut. Ja. Eine Frage ist spannend im Moment. Wir wissen ja immer noch nicht, wer Gesundheitsminister wird. Ja. Da hat sich Olaf Scholz noch nicht so vor dem Gespräch, zumindest nicht ganz festgelegt. Stört dich das? Ja, das stört mich schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es eine Mischung aus, es stört mich wie verrückt und es nötigt mir Respekt ab. Weil er ja so unter Druck steht, den Mann oder die Frau, wahrscheinlich ja eher eine Frau, wenn man durchzählt, dass das sozusagen paritätisch und divers aufgestellt ist, die Frau benennen soll. Benennen Sie sie. Und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und sagt, das mache ich am kommenden Montag mit den anderen Ministern zusammen. Sie erfahren es noch früh genug. Die interessante Frage ist aber ja, weiß er schon, wen er nimmt? Ich kann und mir weiß die, oder Paul, dass er ja das schon versucht. Weiß. Er hat es versucht. Karl oder nicht Karl, das ist die Frage. Paul hat sie gestellt. Die SPD wird Anfang nächster Woche sagen, wer die Ministerinnen und Minister sein werden, die in das künftige Kabinett einziehen. Vielleicht darf ich darauf hinweisen, dass es beim letzten Mal zu diesem Zeitpunkt gar keine Entscheidung über die Bildung einer Regierung und überhaupt keine Neubenennung von Ministerinnen und Ministern geben konnte, weil die Verhandlungen zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP gescheitert waren. Haben Sie sich noch nicht entschieden, wer es wird? Oder wissen Sie schon, wer Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin wird? Sie sollen noch überrascht werden und Sie werden am Montag hat Karl Lauterbach Woche noch eine die Chance? Notwendigen Entscheidungen von mir und von der SPD auch mitbekommen. Hat Karl Lauterbach noch eine Chance? Wir machen eine Gesamtvorstellung und wir machen überhaupt nichts, was darauf hinausläuft, dass Sie jetzt nach Topfschlageprinzip sich irgendwas zurechtlegen können. Das könnte man auch als ein bisschen arrogant verstehen. Zack, ups, das ist Karl Lauterbach. Und ups, ist der Verteidigungsminister. Findest du es nicht leicht von oben herab, dieses Topfschlagen? Nein, aber ich glaube, er hat aus Hamburg, kann ich berichten, da war es so, als er seine Senatoren zu bestimmen hatte, hat er sich sehr früh für 2 Schlüsselressorts entschieden. Das hat er aber eher in so einem, ja, wie so ein Manager einer Firma gemacht. Also nach Qualifikation, Hamburg ist Wirtschaft und Kultur wichtig, dann hat er sich für die beiden entschieden. Und ich kann mir schon genau vorstellen, dass er genau weiß, auf wen er dazugeht. Ich glaube aber, dass diejenige noch nicht weiß, dass es wird. Aber und das finde ich ja fast, das hat ja fast was von einer Fernsehshow. Ich frage mich nur, warum Sie das machen.
Weil ich glaube, wenn er sich zu früh festlegt, dann hat er gleich die Personaldebatten. Und man hätte beim Gesundheitsminister, wenn man jetzt im Sinne der Bürger sich hätte aufstellen wollen, hätte man den oder diejenige vor die Klammer ziehen müssen und hätte sagen müssen, das ist das Schlüsselressort einer Pandemie. Und deshalb arbeiten jetzt der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn und die neue Gesundheitsministerin eng zusammen und machen sozusagen einen Übergang. In jedem Unternehmen gibt es sozusagen, dass der Vorgänger seinem Nachfolger ein Amt übergibt. Warum nicht dann in dem wichtigsten der Pandemie? Du glaubst also, es wird eine Frau? Du hast die gesagt. Ich glaube, es wird eine Frau. Ich habe genau vorhin zugehört, was Olaf Scholz beim Rein- und Rausgehen, er hat natürlich nichts verraten, logischerweise, aber was hat er so? Ich glaube, es wird eine Frau. Mhm. Hast du einen Namen, eine Kandidatin, den du hier mal in den Ring schmeißen Nein, würdest? Nein, ich habe auch keinen Topf, um Topfschlagen zu machen und runterzugucken. Schade eigentlich. Darf man das eigentlich noch sagen, wenn es um eine Frau geht? Ich habe keinen Topf. Da war er. Stellt euch nur mal vor, er hat Topfschlagen im Kopf gehabt, weil es eine Frau wird. Dann hat er schon den nächsten Woke-Skandal am Hals. Das müssen wir auch klären. Da bleiben wir dran. Wir haben noch eine Woche Zeit, das zu klären, bevor er dann Kanzler ist. Nächste Woche also ist es dann soweit. Der Kanzler Scholz wird dann einziehen. Also gut eine Woche, so ist es ganz korrekt. Und Paul hat ihn gefragt, wie das eigentlich aussehen wird, wie das ablaufen wird im Bundestag, wenn er vereidigt wird. Werden Sie mit Gottes Hilfe schwören? Ich schwöre so wie die letzten Male. Und das heißt ganz genau nämlich nicht mit Gottesbezug. So hat er es bisher gehalten wie Gerd Schröder. Sonst haben alle Kanzler bisher, so war mir Gott helfe, gesagt, den Gottesschwur dort abgelegt im Bundestag. Stört dich das? Gab damals Diskussionen bei Gerd Schröder? Ja, ich glaube, das wird keine großen Diskussionen mehr geben, weil ich finde, das ist eine, auch bei einem so hohen Amt, private und persönliche Entscheidung. Und wenn er sozusagen das nicht fühlt, nicht empfindet und nicht in dieser Welt sich verankert fühlt, dann wäre es ja schon die erste Lüge, darauf zu schwören. Also insofern finde ich das eher ein Moment der Ehrlichkeit. Klaus Strunz, danke schön für deine Einschätzung.